Ja, moin moin und herzlich willkommen bei meinem Nachmittag. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Moin, schön, dass Sie da sind. Ganz genau, hier ist mein Nachmittag. Ja, vor kurzem, da lief hier im NDR Fernsehen ein Film über unseren heutigen Gast, über seine Arbeit und über ihn. Und das war wirklich einer der erfolgreichsten Beiträge, die wir überhaupt je gesendet haben. Unheimlich viele Zuschauer wollten sich das anschauen. Und das liegt sicherlich zum einen daran, dass unser Gast eine der ganz wenigen Pflanzendoktoren Deutschlands überhaupt ist. Und vor allem auch daran, dass er sein enormes Fachwissen ja unheimlich locker rüberbringen und erklären kann. Und das auf so eine ganz menschliche Art und Weise. Und deswegen freuen wir uns auch sehr, dass er heute hier bei uns ist. Ganz herzlich willkommen, René Waders aus Börsum in Niedersachsen. Danke. Ja, moin. Ich freue mich, hier zu sein. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Ja, und wie. Und auch Ihre Pflanzen mitgebracht haben und wir ein bisschen klönen können. Ich habe es eben schon gesagt, das Porträt, was hier im NDR Fernsehen über Sie lief, das war unheimlich erfolgreich. Ganz viele Zuschauer wollten das sehen. Überhaupt neben Kochsendungen sind Gartensendungen im Moment der absolute Trend. Wir haben ja auch bei meinem Nachmittag den John Langley, unseren Gartenexperten. Ist auch sehr beliebt. Wie erklären Sie sich das, dass Menschen so gerne Garten sehen wollen und Pflanzen? Also ich denke mal, die Pflanzen kommen gleich nach den Kindern. Also die lieben ihre Pflanzen. Also man merkt es, also wenn man auch, wenn ich unterwegs bin und meine Kunden besuche, dann die leiden mit den kranken Pflanzen und freuen sich dann, wenn es ihnen wieder gut geht. Und das ist einfach ein Teil vom Leben. Die freuen sich drüber. Ja, bei den Kindern, wie Sie gerade angesprochen haben, wenn ein Kind krank ist, dann kommt der Arzt ja auch nach Hause, gibt ja Hausbesuche. Bei Gärten ist die Idee gar nicht so weit verbreitet. Also es liegt eigentlich auf der Hand, aber es gibt ganz wenige. Wie sind Sie überhaupt auf diese geniale Idee gekommen? Ich denke mal, es gibt so viele. Ich denke mal, warum? Es gibt einen Kinderarzt, es ist ein Tierarzt. Richtig. Warum soll es nicht auch einen Arzt für Pflanzen geben? Warum soll es den Pflanzen nicht auch gut gehen? Und für mich ist halt wichtig, dass nicht sofort immer alles auf den Kompost wandert, dass man nicht alles immer wegschmeißt. Wir haben schon so eine Wegschmeißgesellschaft und darum, das ist ein Lebewesen und ich möchte gerne, dass diese Pflanze halt weiterleben kann. Dass sie glücklich ist. Ja, und da setze ich mich für ein und es macht mir unheimlich viel Spaß, also weil ich lerne eine Menge positive Menschen kennen. Mhm. Ja, und das Gute ist, Sie sind nicht nur mobil oder wir sind nicht nur mobil, sondern wir sind ja auch interaktiv bei Facebook. Wir haben Sie ja nämlich gefragt, ob Sie Fragen haben, also wo könnte euch der Pflanzendoktor helfen? Und da haben wir gleich eine Frage an Sie und zwar von Roland Koch. Danke Roland Koch für die Zuschrift. Meine Rosen haben Rosenrost jedes Jahr. Was kann man da machen? Also ganz wichtig ist einfach, Rosen sind Sonnenkinder, sagt man ganz einfach. Das heißt, die brauchen viel Sonne und viel Wind um die Nase. Das heißt, umso freier eine Rose steht, umso weniger ist sie anfällig für Krankheiten. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel Lavendel zwischengepflanzt habe und der sehr hoch wird, der sorgt eigentlich dafür, dass die Rose sich nicht mehr richtig abtrocknen kann. Das heißt, das Wasser bleibt lange auf der Rose stehen. So, weil die keine Sonne kriegt? Oder? Zum Beispiel. Ja. Und der Wind nicht richtig durchfahren kann, die Blätter nicht richtig abtrocknen. Und da freut sich dann der Pilz, weil der das Wasser, diese Tropfen braucht, um zu keimen, um dann die Rose zu infizieren sozusagen. Und da kann man schon eine ganze Menge tun, damit die Rosen nicht so befallen. Und Pilz ist das gleiche wie Rosenrost, ja? Genau, das ist der Pilz. Ja, Rosenrost ist ein Pilz, der sich eben jedes Jahr wieder nett auf die Blätter breit macht und dafür sorgt, dass die Blätter abfallen und dann die Rose nicht mehr schön aussieht. Ja. Vielen Dank, da haben wir schon eine Zuschauerfrage jetzt beantwortet. Wenn Sie noch mehr Fragen haben, dann schreiben Sie uns auf unserer Facebook-Seite. Jetzt ist die Gelegenheit. Wir haben den Pflanzendoktor hier und jetzt können Sie wirklich Ihre Fragen loswerden. So, und bevor wir das machen, wollen wir jetzt aber erstmal mit Ihnen auf Hausbesuch gehen. Börsum bei Braunschweig. Hier lebt René Waders. Sein Fachgebiet: Schädlinge und Pflanzenkrankheiten aller Art. Er ist Pflanzendoktor. Einer von ganz wenigen in Deutschland. Lebensgefährtin Silvia und die gemeinsamen Kinder assistieren heute Morgen. Schön, dann können wir sie einladen. René ist gelernter Gärtnermeister. Vor 17 Jahren hatte er die Geschäftsidee, seine Kunden in ihren Gärten zu besuchen und deren Pflanzen zu verarzten. Oh ja, danke, danke. Jeder Tag ist anders und die Fälle, die mir so entgegenfliegen, sind immer unterschiedlich. Also das ist von witzig bis dramatisch. Visite in Wolfenbüttel. Hier brauchen besondere Gewächse seine Hilfe.
Bonsais. Die Miniaturbäume sind extrem anfällig und erfordern viel Fingerspitzengefühl. So, jetzt gucken wir uns das mal genauer an. Ich will mal einen nehmen. Oh ja. Die sind rot. Blutläuse. Blutläuse. Ja, Blutläuse. Ja, das sind halt Blutläuse. Sieht man das ganz schön. Interessant, nur an diesem Baum. War letztes Jahr schon mal. Ich dachte, das sind Schildläuse. Da müssen wir halt wirklich ein bisschen was machen. Das Problem ist, dass diese Blutläuse Krebs, Baumkrebs verursachen. Okay. Das heißt also, da muss man halt so wirklich... Das früher dann, schon mal gehabt. Ja, genau. Wir versuchen den jetzt mal hier so drüber zu bekommen, ohne dass wir was abbrechen, weil Sie wissen ja, das ist der Bonsai Ihrer Frau. Genau, und den halten wir jetzt mal so offen. Ich muss da noch rein. Und dann machen wir ihn zu. Jetzt können wir mal gucken. Okay, dann nehmen wir das. Das ist dann okay. Damit müsste ich auch reinkommen. Und das andere, das können wir alles, das brauchen wir nicht. Also hier nehmen wir einfach mal, ich schüttel einmal. Und dann gehen wir einmal rein. Jetzt ist ja auch, das ist ein Nervengift, was hier mit drin ist. Aber das ist absolut nicht schädlich. Jetzt machen wir das so. Machen wir das zu. Und den lassen wir jetzt einfach mal so 2 Stunden stehen. Mit seiner mobilen Pflanzenapotheke reist er durch ganz Niedersachsen. Ich arbeite gemeinsam mit meinen Kunden. Die lieben ihre Pflanzen, das sind wie ihre Kinder und ich betreue ihre Kinder. Und das ist halt das Besondere daran. Nächste Station, eine Dachterrasse. Die hat er selbst bepflanzt, vor 15 Jahren. Aber sonst ist es eigentlich schön gewachsen. Also man glaubt es ja gar nicht, dass man hier irgendwie ein paar Meter hoch liegt. Ja. Also diese Eibe, die kränkelt schon, das weiß man auch. Der gefällt sie ja ganz einfach nicht. Ich würde euch anbieten, dass ich die mit zu mir nehme. Und dann kommt die sozusagen auf meinem Gnadenhof. Ich nehme die mit, dann setze ich die bei uns hin und dann wird die ein bisschen gepflegt von mir. Und dann verkaufe ich sie euch für viel Geld. Die schwache Eibe von der Dachterrasse hat nun einen neuen Pflegeplatz. Beim Doktor zu Hause. Das ist eigentlich so mein Pflanzenkrankenhaus, kann man so ungefähr sagen. Das heißt also, hier habe ich immer Pflanzen, die ich irgendwo ausgegraben habe, die hier sich erholen können und die dann irgendwie noch mal eine zweite Chance bekommen. Pflanzen haben das Recht, gesund zu sein und gesund zu leben. Und dafür bin ich da und das macht mir so eine Freude und ich möchte auch nichts anderes machen. Ja, und heute ist der Pflanzendoktor wieder auf Hausbesuch, nämlich hier in meinem Nachmittagsstudio. Schön, dass Sie da sind. Was sind das eigentlich für Kunden, die Sie so rufen? Was sind das für Leute? Also ganz unterschiedlich. Also es sind Kunden, die wirklich eine Orchidee zum Beispiel in ihrer Fensterbank haben, die befallen ist und wo sie dran hängen. Oder eben auch jemand, der eine riesen Gartenanlage hat mit 150 laufenden Meter Buchsbaumhecke. Und also das ist völlig unterschiedlich. Aber beide sind sie emotional genauso an die Pflanze gebunden. Es ist egal, ob ich eine kleine Pflanze oder eine große Pflanze habe. Es ist wirklich unterschiedlich. Jung bis alt, also alles durch die Bank weg. Es gibt da keine, ich kann jetzt nicht sagen, also ich habe jetzt dieses Kundenklientel oder so. Das ist alles total unterschiedlich. Meistens fahren Sie ja nun in die Gärten zu Ihren Kunden hin. Ja. Aber manchmal schicken die Ihnen auch schon was nach Hause. Sie haben ja was mitgebracht. Ja. Das haben Sie in der Post gehabt. Genau, sowas kriege ich dann in der Post. Also hier kann man das ganz schön sehen. Das sind 2 Äpfel. Die sind hier schön eingepackt, also das ist dann schon mal ganz witzig, wenn man sowas sieht. Und hier kann man sich dann mal die Äpfel, sieht man da, also ja, so einen Apfel möchte man eigentlich nicht essen. Nee, der sieht nicht so gesund aus. Und diesen Apfel möchte man auch gar nicht so gerne essen. Und von wem haben Sie den bekommen? Von einer älteren Dame. Ich glaube, ich habe hier auch... Und sollte man die auch nicht essen? Oder? Ach, die kann man essen. Kann man essen. Also wir können ja gleich mal gucken. Also hier ist das ist von so einer älteren Dame. Die hat mir dann hier so einen tollen Brief geschrieben dazu, sogar mit der Rückbriefmarke. Dann darf da gar keine... vorlesen? Ja, natürlich. Sehr geehrter Herr Wader, meine Äpfel sind krank. Hätten Sie einen Tipp für mich? Was mache ich denn mit den Äpfeln? Für eine Antwort wäre ich sehr, sehr dankbar. Ja. Genau, die Antwort gibt es jetzt. Also jetzt, was mache ich jetzt mit den Äpfeln? Also jetzt würde ich einfach sagen, mit den Äpfeln mache ich eigentlich, also sie sehen ja ein bisschen unappetitlich aus, aber wenn man sich den mal so anguckt von der Mitte, also er hat Schorf hier überall, das ist der Apfelschorf, der überall dran sitzt. Das liegt also, in diesem Jahr ist das ganz schlimm, weil wir so ein feuchtwarmes Wetter haben. Das ist halt einfach so, die Pilze, die, ja, was ist ein Freund des anderen Leid. Das heißt, die Pilze können sich da super gut entwickeln. Und wenn ich also den das ist ein Pilz mache, jetzt? Ja, genau, das ist ein Pilzbefall. Und hier gucken wir nochmal, den schneide ich ja auch nochmal auf.
kann man sich das auch nochmal angucken. Also hier sieht man dann diese, das ist Stibbe, nennt sich das. Ja? Das ist eine Stibbe, das ist eine Krankheit, meistens ein Kalziummangel. Mhm. Das heißt, früher konnte man im Handel also ein Spritzmittel kaufen, Kalzium, da hat man also wirklich, wenn diese Krankheit aufgetreten ist, den Apfel einfach mit Kalzium gespritzt. Kriegt man heute nicht mehr so. Das heißt, die Profis machen das immer noch. Spritzt man die Wurzeln auch von dem Baum? Nein, den Apfel. Den Apfel an der sich? Der Apfel wird an sich, okay. Und so wird der Kalziumgehalt im Apfel erhöht. Und dann kann ich das hier verhindern, sozusagen. Das ist schwierig. Da muss man halt gucken, ob man irgendwo so ein dieses Kalziumspritzmittel bekommt. Dann könnte man das auch machen. Aber sonst wäre halt die Möglichkeit, um den Baum Löcher, also mit einer langen Stange Löcher, um den Baum zu stechen und dann Kalk, ganz einfach, ganz normal Gartenkalk in diese Löcher einfließen lassen, gut wässern und in den nächsten Jahren wird der Baum dann wieder ordentlich mit Kalzium versorgt. Sie können also aus dem Apfel den Apfel angucken und daraus schließen, was mit dem Baum los genau, ist. Genau, ne? Das sieht man jetzt hier. Genau, genau. Also sonst hier kann man sehen, also hier zum Beispiel kein Apfelwickler drin, das ist also auch gut, also dann würde nämlich hier... Das dann, ist ein Schädling, ja? Das ist ein Schädling, genau, dann würde man sehen, der würde hier drin sitzen und der ist also normalerweise, der Apfel ist jetzt nicht giftig, aber... Sieht man hier, sonst ist er ja ganz gesund. Genau. Also auch hier wieder, schon wieder eine Kundin glücklich gemacht sozusagen. Genau. Und Sie sagen ja, die Menschen, die leiden richtig mit ihren Pflanzen mit. Müssen Sie denn manchmal auch die Besitzer der Pflanzen gleich noch mittherapieren? Ja, das ist schon, das ist oft so. Aber dadurch entwickeln sich aber auch tolle Freundschaften, muss man sagen. Es ist halt einfach so, es gibt schwierige Kunden. Also es sind wirklich Kunden, wo ich dann hinkomme und denke, oh nein. Nur weg hier, aber hinterher denke ich mir, ach gut, dass du doch da bist und weil sich das ganz anders entwickelt, als ich dann vorher gedacht habe und ich dann wirklich die über lange Jahre dann auch betreue und dann, ich sage mal, so ein Elektriker kann ganz schön schlimm sein, ist immer so, da muss immer alles genau sein und wenn dann so ein Gärtner kommt, so ein Chaot manchmal so und den Garten umwühlt, dann schlägt der schon mal die Hände über den Kopf zusammen, aber dadurch ist eine riesige Freundschaft entstanden über Jahrzehnte, kann man fast 20 Jahre kennen wir uns jetzt schon und er lässt also wirklich keinen anderen in seinen Garten außer dem Pflanzendoktor. René Vaders, der Arzt Ihres Vertrauens, ne? Genau. Kann man auch sagen, der Pflanzenarzt. Ja. Aber jetzt kommen wir nochmal auf die Pflanzen. Sie haben ja vorhin gesagt, die Pflanze hat ein Recht auf gesundes Leben. Genau. Ihrer Meinung nach haben die Pflanzen auch ein Gefühl oder Emotionen, würden Sie denen sowas zusprechen? Es gibt ja Menschen, die forschen in diese Richtung. Also ich würde schon sagen, Pflanzen haben Schwingungen. Also ich denke mal, die senden auch Schwingungen auf und ich denke mal, die nehmen auch Schwingungen auf. Also ich denke mal, was man immer sagt, also man sollte Musik spielen und so, da finde ich, das ist, da glaube ich dran. Ich glaube dran, dass ich, wenn ich Mozart spiele, dass es der Pflanze besser tut, als wenn ich Rammstein spiele. Ja? Also auf jeden Fall. Da bin ich total bei Ihnen. Also gar keine Frage, da würde ich sagen, da gibt es schon. Da bin ich total bei Ihnen. Wie fühlen sich denn jetzt Sie haben ja zwei Bonsais mitgebracht. Wie fühlen die sich denn jetzt so also in diesem Moment? Also der fühlt sich, würde ich mal sagen, sehr alt, weil der Bonsai ist also ungefähr 80 Jahre alt, war sehr krank. Und das ist auch ein schwieriger Fall gewesen, weil wenn Sie sich vorstellen, ich komme dann dorthin und kriege dann so ein Exemplar vorgestellt und dann bin ich natürlich auch sehr vorsichtig. Also sowas möchte ich auch nicht kaputt gehen lassen. Und da muss ich auch genau wissen, dass ich nichts Falsches mache. Da bin ich also wirklich froh, dass ich das auch hinbekommen habe, dass er wieder so gut aussieht, dass er wieder durchtreibt und sicherlich die nächsten 80 Jahre weiterleben kann. Ist ein Familienstück dann. Es ist ein absolutes Familienstück, Ich freue mich auch, dass mir die Frau Loch, der gehört dieser Baum, mir auch hier geliehen hat. Also ich auch mit, das ist ein Vertrauensbeweis. Genau, ein absoluter Vertrauensbeweis. Mhm. Sie weiß auch, dass es Ihnen bei mir gut geht. Und der andere? Der andere hier sieht man, der war krank. Ja. Das sieht man, der hat dieses Buchsbaumtriebsterben. Also das ist eine ganz schlimme Krankheit, die im Moment überall rumkreist. Also das, wo der Buchsbaum kaputt geht. Also wo viele Leute denken, wenn ich dieses Triebsterben habe, dann muss ich meine Buchsbäume ausroden und wegschmeißen. Werden dann die Blätter erst so gelb? Weil ich glaube, dann hat mein Buchsbaum das auch. Genau. Die Blätter werden erst gelb. Also man denkt, wenn man zuerst guckt, sagt, oh, da hat eine Katze oder was markiert. Aber so ist das dann. Ist denn hier auch so ein Gelb? Sie hier vorne sind also so ein hier paar sieht Gelbe, man, ne? Also hier sieht man, wenn ich das mal, hier kann man zum Beispiel, hier sieht man noch so ein gelbes, so ein dunkles Blatt hier, so sieht man das. Vielleicht zeigen Sie da vorne das zur Kamera einmal hin, dann kann man es ganz gut sehen. Also, ja, das ist schon ganz schön, das ist ja schon tot, da kann man aber, man sieht es hier zum Beispiel, hier verfärbt sich das Blatt ein bisschen, das sind so die letzten Zykler, die eben hier, wo der Pilz sich halt nicht weiter ausbreiten kann und hier sieht man, wie schön, der ist behandelt worden und jetzt treibt sie sehr schön wieder aus. Ja, und wie behandeln Sie den? Also das ist also hier, da konnte ich leider, da gibt es,
da musste ich leider Chemie in dem Fall anwenden, ja. Weil es gibt einige Krankheiten, da muss man einfach mal eine etwas härtere Keule einsetzen. Da bin ich auch froh, dass wir die Möglichkeiten haben, aber man sollte sie immer bedacht einsetzen, immer gucken, wenn es denn unbedingt notwendig ist. Und bei so einem Baum, der auch einen gewissen Wert darstellt, dann bin ich auch bereit und sage, okay, da muss man auch mal zur Chemiekeule greifen. Wie viel Prozent würden Sie sagen, wie oft setzen Sie Chemie ein und wie oft versuchen Sie das wegzulassen? Also wenn ich 10 Kunden besuche, kann man sagen, dann ist einer dabei, wo ich dann doch schon mal zur Chemie greifen muss. Mhm. Weil es wirklich, die rufen mich ja wirklich dann, wenn sie dramatische Fälle haben, wenn irgendwas dabei etwas kaputt geht. Aber ich würde niemals zum Beispiel in so einem Obstbaum Chemie einsetzen. Alles, was ich esse. Sozusagen Ihre Intensivmedizin. Genau. Die Chemie. Ja. Wir haben uns mal auf der Straße umgehört und haben mal. Achso, habe ich gerade gehört, dass. Umfrage doch nicht, aber wir haben ja hier zum Glück ganz viele Fragen. Genau. Da haben wir dafür noch Zeit. Karin Melis schreibt uns: habe 2 Rabatten Phiox im Garten. In einer gedeiht die Pflanze. Phlox meine ich, Entschuldigung, wunderbar. Aber in der anderen mickert alles nur vor sich hin. Erde und Sonne sind gleich verteilt. Was kann ich tun? Also da liegt es. Das ist immer schwierig. Also wenn es beides, also beide gleich Sonne haben, da muss man einfach mal gucken, was ist im Boden. Vielleicht ist irgendwas im Boden nicht in Ordnung. Mhm. Ja, vielleicht habe ich da irgendwas oder mal was vergossen oder der Boden ist vielleicht zu verdichtet. Das heißt also irgendwie, wenn es ein Neubaugebiet ist oder dann ist da vielleicht mal der Bagger rübergefahren oder irgendwo durch Bauarbeiten ist da irgendwas mal hingeschüttet worden, was da nicht hingehört. Also da müsste man einfach mal eine Bodenprobe machen. Das ist halt einfach eine Möglichkeit, Bodenprobe. Es gibt ja vielfältige Tipps, die Sie hier haben und die sind, glaube ich, unsere Zuschauer sind sehr, sehr dankbar, dass Sie jetzt gerade auf die Schnelle schon ein paar Tipps abgeben. Was kostet so ein Hausbesuch, wenn man Sie anruft und Sie vorbeikommen? 95 Euro, wenn ich das einfach mal so sage. Das ist also, es kann sich eigentlich, ich lege da sehr viel Wert drauf, dass sich das auch jeder leisten kann. Was also bekommt man dafür? Alles, also ich bin bis zu 1,5 Stunden dann bei dem Kunden und alles, was ich benötige, das heißt, wenn ich ein Pflanzenschutzmittel einsetze, ist es alles dabei. Also das heißt, also das Einzige ist natürlich, wenn ich dann eine längere Anfahrt habe, dann muss ich natürlich eine Anfahrtpauschale nehmen. Aber sonst ist das wirklich. Eine Frage ganz kurz, will ich noch für eine Zuschauerin durchkämpfen und an Sie weitergeben. Renate Stolk fragt, in meiner Amaryllis haben Fleischfliegen ihre Eier abgelegt. Was kann ich tun, außer die Pflanze wegzuschmeißen? Haben Sie so einen Fall schon mal gehabt? Also das ist also trockenlagern. Das ist meistens ein Zeichen, dass die Amaryllis zu nass ist. Also das ist in dieser Jahreszeit jetzt muss die Amaryllis unheimlich trocken sein. Mhm. Das heißt, damit sie auch eine Blüte schiebt. Wenn ich die Amaryllis jetzt gieße oder jetzt feucht halte, dann bringt sie auch nur Blätter und keine Blüte. Das heißt also, ich gieße die Amaryllis einfach nicht mehr. Kein Wasser rein, warten so lange, bis die Amaryllis die Blüte schiebt. Und wenn ich dann gieße, dann funktioniert das auch, dann blüht die Amaryllis auch. Und dann habe ich auch keine Fliegen und das ist eine einfache Sache. Das ist so faszinierend. Wir können Sie alles fragen zum Thema Pflanzen. Es kommt immer eine Antwort. Immer eine Antwort. Falls jetzt noch mehr kommt, vielleicht haben Sie ja Lust und noch Zeit, ein paar Fragen unserer Zuschauer nachher noch bei Facebook zu beantworten. Ich gucke nachher auch. Das wäre ganz, ganz klasse. Sie haben uns ja vorhin auch schon geschrieben, ich bin auf dem Weg nach Hamburg. Ja. Haben Sie uns schon von unterwegs. Also Sie scheinen da ja auch sehr affin zu sein. Ja. Herr Waders, bei uns geht es jetzt in dieser Woche hier bei meinem Nachmittag um Wohnträume auf dem Land. Wir zeigen Menschen, die sich Wohnträume auf dem Land verwirklicht haben. Sie leben auch auf dem Land. Könnten Sie sich vorstellen, überhaupt jemals wieder in die Stadt zu ziehen? Nein, ich bin in Berlin geboren und will auch nicht mehr zurück. Also ich bleibe auf dem Land und ich fühle mich da sauwohl, wenn ich das so sagen darf. Ja, vielen Dank. Und genauso geht es auch den beiden Menschen, die Ihnen jetzt zeigen wollen. Und zwar